Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der zweiten Staffel. Im letzten Part waren wir mit Alex und Sarah unterwegs in Downtown im GUM und haben dort ein super tolles Date miteinander gehabt, haben wie die Nachtigallen ein Duett gesungen sozusagen. Leider waren Sarahs Bedürfnisse, ich habe es am Schluss gesehen, sie musste auf Toilette, völlig im Keller und sie hat ihn dann verlassen. Und ja, weil es ihm noch so super gut geht, lasse ich ihn jetzt noch ein bisschen an der Mechanikwerkbank da ein bisschen rumfummeln. Und wir sind hier und ich habe alle irgendwie beschäftigt. Ich guck mal, ich lasse mal die Zeit laufen. Ah, und das Bild ist fertig. Jawohl, unser Servo hat ein Bild gemalt. Warte mal, was machst du denn? Achso, da ist es. Oh, ist das schön. Eigentlich möchte ich es behalten. Man könnte es aber auch verkaufen. Und ich glaube, sein Wunsch ist halt ein Meisterwerk zu verkaufen, nicht ein Meisterwerk zu schaffen. Mal gucken, ob wir damit den Wunsch von ihm erfüllen können. Nee. Doch, ja! Juhu! Immerhin, ein Wunsch erfüllt. Sehr schön. Und er möchte vom Blitz getroffen werden. Er möchte maximale Begeisterung für Handarbeit und für Kunst erreichen. Also, Junge, du bist echt ein bisschen, ja. Regnet es denn gerade? Ich weiß gar nicht. Nö, wir haben Frühling, es regnet nicht. Was machen denn deine Pflanzen da drüben? Ich meine, oder komm, könnte ich auch mal abschalten jetzt, ne? So ein bisschen Pause, oder? Oder sollen wir doch nochmal rüber bei den Pflanzen gucken, was die so tun? Oh Leute, guckt mal, das Pflanzengewächs hier wächst aber auch ganz gut. Sieht hübsch aus. Der Sprinkler läuft, das scheint gut zu sein. Nee, ich denke, er hat sich jetzt mal ein bisschen Ruhe verdient. Dann geh doch mal hier hin und dann kann ich dich da in die Ecke stellen und abschalten und gut ist, dann abschalten bitte. So, alles klar. Irgendwo bimmelt ein Telefon. Wer geht dran? Gehst du ans Telefon? Ja, das ist aber lieb. Hi, Pollux, kann ich Anna sprechen? Nee, die schläft schon. Das hab ich, die habe ich ins Bett verfrachtet. So, du möchtest nicht auszurasten lernen. Ich muss überhaupt mal gucken. Er möchte ein Schlagzeug kaufen, er möchte einen Bass kaufen. Was hast du nochmal für eine Karriere? Ach, Wissen, ne? Wissen, 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 da war doch was. Wie ist denn das mit deiner Logik bestellt? Da könntest du noch was dran arbeiten. Fähigkeiten hast du auch noch keine. Ich glaube, deine Mama ist gerade am Teleskop. Wie sieht's denn mit Hobby aus? Wir haben Samstag, ne? Bin ja gerade ganz durcheinander hier. Die Bastelarbeiten, ja, und Wissenschaft ist irgendwie null. Nee, das kann so nicht sein. Also, junger Mann, dann gehst du jetzt. Passe mal auf, du gehst mal dahin. Melissa, ich hol dich mal da von dem Ding weg. Das ist mir jetzt zu dusselig. Willst auch vom, was will sie da? Einen Kammerjäger einstellen? Warum auch immer sie da einen Kammerjäger haben will? Oder wollte. Oh, haben wir schon das nächste Sträußchen bekommen. Du hast noch mal Hunger. Kannst du vielleicht noch. Oh ja, komm. Hier steht noch was. Dann nimm dir doch mal einen Teller. Und iss was. Und du, dich wollte ich auch noch mal irgendwo hinpacken. Genau. Dich wollte ich hier oben an Server weiter basteln lassen. Das heißt, du liest das Buch. Marschierst da rein und tust weiter Server fertigen. Nicht verschrotten. Nee, nee. So, und dann muss ich noch auf Pollux zurück und dann kann das weitergehen. Juhu. Du kannst jetzt hier mal ein bisschen was tun. In die Sterne schauen nämlich. Guck, wo du herkommst. Und lern noch ein bisschen Logik. Ne? So ist das gut. Da können wir dich eigentlich auch alleine lassen. Das ist auch in Ordnung. So. Dann gucken wir mal, was deine Mama hier so tut. Die ist am Futtern. Ach so, wie sieht's denn jetzt mit ihm aus? Ist er jetzt ein bisschen müde? Er könnte auch noch was essen. Ey, komm, dann. Ja, dann räum ab. Kannst ja vielleicht auch noch was trinken. Warte mal, was gibt's denn hier alles? Moment mal. Da gab's doch trinken nur Saft. Schade. Ich dachte, du hast vielleicht auch so ein Proteinshake oder so. Oder willst du noch ein paar Snacks knabbern? Ja, komm, knabber noch ein paar Snacks. So, dann gucken wir mal, was der Papa da treibt mit der Serva. Wird das auch ordentlich, Junge?
Hältst du dich an deine Gebrauchsanweisung? Wow. Klopf, klopf. Ah, jetzt mal gucken und schrauben. Ja, so ist brav, genau. Und immer mit dem Bildchen abgleichen, ne? Muss ja zu Servo passen, unsere Serva. Haben wir wieder ein neues Objekt, um das wir uns kümmern können. Oh Gott, ich finde das so lustig. Ja, Mahlzeit. Gut, ihm geht's auch noch ganz gut. Marie, Lauscher und Volker sind keine besten Freunde mehr. Nach sowas. Da musst du die nachher mal anrufen, ne? Musst du jetzt eigentlich heute arbeiten? Wie war denn das? Nee. Ach, es ist schon Sonntag. Mist, ich dachte, wir hätten noch Samstag. Ja, stimmt. Okay, aber das kriegst du hin. Du darfst ausschlafen, das ist alles kein Ding. Oh, du liegst in der Wanne oder was hast du vor? Oder putzt du nur? Pass mal auf, dann geh doch mal schnell dahin und wasch dir die Finger. Und dann kannst du machen, was du willst eigentlich. Ja. Was macht... Balla. Ich wollte gerade fragen, was macht Pollux denn gerade? Er darf nach Hause. Ja, von da kommst du. Vielleicht lernst du jetzt die Mama kennen. Ich will dich weg! Ja. Juhu. Okay, ja. Okay, ich sehe schon, Melissa hat sich mal einfach da hingesetzt. Alex ist sauer, weil sein Bruder vom Ding entführt wurde. Also ich nehme an, er ist sauer oder er freut sich. Weiß ich nicht. Ist er jetzt sauer oder freut er sich, dass er da ein UFO gesehen hat? Ich weiß es nicht. Du könntest mal hier angucken, ob das dein Sträußchen ist. Ja, gell? Pollux wird abgeholt und du nicht. So eine Frechheit auch. Nie hätte ich auch nur zu träumen gewagt. Jawohl, von Sarah. Von solch einer süßen Maus mit Blumenstrauß. So, den packen wir mal ein. Ja, was machen wir jetzt mit dir? Du könntest natürlich mit deiner Mama mitmachen, aber du kannst auch noch ein bisschen... Hast du Hausaufgaben gemacht? Ja, hast du scheinbar gemacht. Ach, wir haben da schon ein Blumensträußchen stehen. Ach komm, macht einfach was. Ey, Anna ist ja auch wach. Hallo Anna, guten Morgen. Na, wie geht's? Volker hat Begeisterung für Fitness entwickelt, ey. Wieso, was macht Volker? Und du bist schon wieder am Abnippeln fast hier. Du wirst schon wieder ganz schwitzig. Und Hunger hättest du auch. Passe mal auf, es ist 1 Uhr nachts. Wieso bist du wach? Wahrscheinlich, weil der gute Pollux abgeholt worden ist. So, du erntest jetzt mal die Simmis da. Und dann nimmst du dir hier am besten mal ein Getränk, damit du mir hier nicht umkippst, ne? Und dann können wir ja mal gucken, auf was du sonst so Lust hast. Und Volker, wie weit bist du jetzt mit Serva? Hast einfach aufgehört, ne? Na gut, okay. Dann komm mal hier raus, dann machst du halt ein andermal weiter. Du bist ja langsam auch müde. Und dann schauen wir mal, dass wir dich hier ins Bad packen und vielleicht noch ein schönes Sprudelbad und dann darfst du da wieder schlafen gehen. Zack, zack. So. Und Melissa freut sich an einem Sportspiel, während ihr Sohn oder ihr Fastsohn, Halbsohn, was auch immer, Stiefsohn, entführt ist, ne? Sie steht stundenlang am Teleskop und nichts passiert. Er geht kurz mal dran und schwupp ist er abgeholt worden. Ja, ja. Ja, ja, so ist das. Hm? So, und ich muss aufpassen, dass ich so in 1-2 Tagen daran denke, hier auch wieder die Alterung auszuschalten. Nicht, dass mir hier meine Alten dann so schnell oder 2, 3, 4. Naja, gut, wird schon passen. Also bevor die alle in Studentendingens ziehen. Dir geht es einfach zu gut. Das ist es. So, du bist jetzt da am Spielen. Ach so. Ja, ich geht's einfach super, ne? Das muss man ja mal sagen. Was hast du denn für Wünsche? Volkstanzen, tanzen. Hab ich denn nicht noch irgendwas, woran du dich mal noch ein bisschen erproben kannst? Natur war bei dir ausgeprägt. Warte mal kurz. Spielen hast du. Was ist das? Kochen? Ah ja, da könntest du noch mal nachlegen.
Ja, du hast die Kunst und Handarbeit, Musik und Tanz. Wo bist du denn hier? Da kochen kannst du noch mal üben, Mechanik könntest du auch noch mal ein bisschen ausbauen. Charisma. Charisma wäre bei dir eigentlich auch gut für die Rechtskarriere, glaube ich. Kreativ bist du schon, Körper hast du komplett. Okay, Mädel, dann habe ich doch einen Plan für dich. Dann gehst du jetzt bitte erstmal. Hatte ich dich nicht aufs Klo geschickt? Mach mal sauber. Geh mal benutzen, wasch deine Finger. Guck mal, ob du Pickel hast. Nee, hast du nicht. So, dann kannst du hier mal noch eine Kleinigkeit essen. Müsste ja noch irgendwas da sein. Und dann gucken wir mal, dass wir dich an die, an den Lügendetektor schicken. So, gut. Ja, alle anderen machen, was sie tun. Du spielst immer noch. Und was machst du eigentlich gerade? Ach, du sitzt hier. Och, und du willst auch auf Toilette. Ja, du kannst hier gerade gehen. Genau, benutzen. Und auch Hände waschen reicht. Hast du irgendwelche Pickel, um die du dich kümmern musst? Nein. Wie sieht denn dein Charisma eigentlich aus? Ja, könnte auch noch eine Auffrischung gebrauchen, ne? Und du bist ja gerade am Spiegel. Das heißt, du kannst ein bisschen Romantik üben. Auch nicht verkehrt. So. Was habe ich eben für ein Geräusch gehört? Weiß ich nicht. Und Melissa ist immer noch am Zocken. Immer noch das gleiche Spielchen. Gut, du könntest aber auch was Sinnvolles tun eigentlich, ne? Jetzt hat sie natürlich keine sinnvollen Wünsche. Man hat Angst, dass Feuer ausbricht. Warte mal, wir haben hier irgendwie noch so Waffelzeugs. Was könnte ich denn mit dir jetzt machen? Bei den Vorhängen sind wir schon ziemlich weit, also beim Nähen. Dann würde ich doch sagen, Mädel, komm her und geh töpfern. Oh, wen haben wir denn da? Wer schnarcht denn hier? Flo! Unser kleiner Flo. Dann tu du mal ein paar Teller fertigen hier. So, genug gezockt. Mach du mal da was Sinnvolles. So, er schläft. Er ist aus. Er übt Reden und sie ist am Essen. Genau. Yam, yam. Und gut, lecker? Schmeckt es? Ja. Mach mal die Teller da. Ist ja jetzt egal. Ich weiß ja nie, wie viel Teller ich von welcher Sorte haben muss. Das wird noch interessant irgendwann. So, und wenn. Da kommt er wieder. Aha. Ja, es ist schon merkwürdig, muss ich mal zugeben, wenn ich diese Szene so sehe, gerade bei ihm hier, dass er sich wundert, dass er von einem UFO entführt wird, dass er auf von dem UFO wiedergebracht wird, dass er so entsetzt reagiert. Er muss doch wissen, wo er herkommt, oder weiß er das nicht? Finde das sehr, sehr, sehr merkwürdig. Und da stehen sie wieder alle und freuen sich, dass er nach Hause gekommen ist und lachen sich scheckig, weil er auf den Hintern geknallt ist. Pass mal auf, du kannst mal gleich mit deiner Mama ein bisschen quatschen darüber. So von wegen, was geht denn da ab? Wissenschaft, ja, kannst du auch mal machen. Und dann müssen wir für dein Wohlbefinden sorgen. So, du solltest eigentlich noch ein bisschen reden, Quatsch. Wobei, nee, jetzt ist er müde genug. Jetzt kann ich ihn auch endlich mal ins Bett packen, dass er dann auch wieder einen normalen Rhythmus. Nee. Ja, okay. Hab ich dir hier oben eigentlich auch einen Spiegel reingemacht? Nee, ne? Ach, das ist doof. Okay, dann bleibst du unten. Das tut mir leid, das tut mir leid. Dann darfst du noch weiter quasseln. Wo ist jetzt der Spiegel hin? Da. Dann übst du weiter Romantik. So, und dich wollte ich an den Lügendetektor. Ist das eigentlich jetzt Kreativität oder ist das,
Ich probier's mal. Ich hoffe, es ist Charisma, aber ich glaube, es ist eher Kreativität, fällt mir gerade ein. Egal. Mach du mal, das sehen wir ja gleich, ob sich da was tut oder nicht. Während der liebe Pollux erstmal hier erzählt, ey du, mich hat da ein UFO abgeholt. Das geht ja mal gar nicht. Was ist denn los? Ah, mein Papa hat mir nie erzählt, dass ich von da oben komme. Ja. Ich war total entsetzt. Da kam eine Frau und hat gesagt, sie wäre meine Mama. Tja. Okay, da tut sich levelmäßig gar nichts. Das heißt, das Ding kannst du dir schenken. Nutzlos. Gut, dann, weißt du was? Dann geh du doch noch ein paar Süßigkeiten herstellen. So, hast du auch was zu tun und verdienst auch noch ein bisschen Kohle dabei. Und den Rest schauen wir dann mal. So, Papa ist am Schlafen. Die Mama ist eigentlich, ja, weiß ich auch nicht. Was macht ihr denn? Du könntest ihm ein bisschen in Wissen unterrichten, aber dafür ist es jetzt auch gerade nicht gut genug, ne? Komm, dann tu du mal weiter die Teller fertigen. Und Pollux, dich wollte ich ins Bett verfrachten. Also erstmal hier nach oben. Ah, ein Dings gekriegt oder was? Ja, Charisma-Punkt für Alex. Und Anna verdient Geld. Das ist schön. So, du gehst dahin, danach kannst du schlafen. Träum was Schönes von den Außerirdischen. Süßigkeiten. So, und Alex ist, ja, immer noch am Quasseln. Das ist aber nicht schlimm. Du kannst mal auf. Oh, guck mal, da ist was kaputt. Kannst du das reparieren? Du hast doch volle Mechanik, oder? Ja. Sollte eigentlich gehen. Solche Geräte müssen wohl auch mal repariert werden. Sehr, sehr interessant. Melissa, was tust du da? Moment mal, ich muss sowieso mal ganz kurz jetzt auf die Uhr gucken. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich hier auf Zeiten achten muss. Ja, obwohl, das geht sogar noch. Ach, wir haben noch ein paar Minütchen. Das ist gut. Dann kann ich der guten Melissa ja sagen, dass sie noch weitermachen soll. Mit was auch immer. Oder sie will duschen. Okay, das kannst du auch. Dann geh doch duschen. Dann geh duschen. Das ist in Ordnung. Während dein Sohn da rumschraubt, deine Tochter hier sich die Schokis in den Mund stopft, ne? Ja, immer schön mit Dings bestreuen und ansprühen lassen. Ja, so ist das gut. Kriegst du eigentlich einen Kochpunkt dabei? Ja, doch, du levelst irgendwas. Okay, ist in Ordnung. So, dann kannst du hier noch mal ein bisschen. Nee. Du gehst den mal verkaufen hier. Bleib mal von dem PC weg jetzt, Madame. Huhu. Hallo. PC weg. Aus der Maus. Mach sie da jetzt mal aus. Sie ist momentan voll auf diese Sportspiele. Merkt ihr es? Erst an der Konsole, jetzt will sie da weiterspielen. Ist keine Spielezeit mehr, Nini. Du musst hier weitermachen, Mädel. Und weiter Teller fertigen. Genau, mach gerade mit denen, die da angefangen hat, das weiter. So, deine Tochter. Der geht's immer noch viel zu gut. Es geht uns hier allen viel zu gut. Oh, Alex ist fertig mit dem Reparieren. Sehr schön. Passe mal auf, du hast Hunger, mein Süßer. Dann geh doch mal kurz hier rüber und schnapp dir irgendwie noch was zu futtern. Ich glaube, wir hatten noch ein paar Waffeln übrig. Die kannst du dann essen und dann gehst du bitte endlich ins Bett. Das ist ja. Ja. Gut. Und Anna, was kann ich jetzt mit Anna machen? Die wollte ich an den Spiegel eigentlich packen, zum Reden üben. So, dann mach das jetzt mal. Genug Süßigkeiten hergestellt. So, und den lieben Servo können wir mal aufwecken. Genau. Werd mal wach, du. Einschalten. Und, halt, nee, da. Da. So, und du gehst dich bitte aufladen. Nicht auf Brezeln, aufladen. Und Volker ist auch wach. Und was tut Volker? Auch nur Sputter. Was willst du denn? Ah, ich kann dir einen zweiten Wunsch wieder anklicken. Nämlich, dass du möchtest, dass dein zweiter Sohn auch studieren geht, ne? Ach, du machst das ganz perfekt mit dem Tai Chi. Echt super sieht das aus. Okay, und da haben wir einen Teller gefertigt. Das heißt, du gehst jetzt aber wieder
hier oben hin und machst da bitte weiter. Sonst wird ja die Serbar nie fertig. So. Du bist am Telefonieren, sag ich schon. Töpfern. Jo. Gut, und dann würde ich sagen, war es das auch. Wir haben den Leuten wieder ihre Arbeitstätigkeiten zugewiesen. Ich mache hier Pause. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß am Pollux Entführung. War ganz überrascht, dass das so schnell geklappt hat. Aber wir hoffen mal, er hat seine Mama kennengelernt. Ja, und wie das hier weitergeht mit den Lieben, das seht ihr dann im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.